Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von der Jürgen Klopp Trainerkarriere beim 1. FC Köln. Wir haben jetzt hier eine sehr wichtige Phase. Wir sind kurz vor der Wintertransferphase, haben noch zwei Champions League Spiele vor uns, als auch in der Bundesliga haben wir wichtige Spiele, wie zum Beispiel gegen Borussia Dortmund, sorry, nicht Mönchengladbach. Ja, aber in der Champions League ist es noch ein Ticken interessanter, denn hier ist alles eng beieinander. Ein Sieg gegen Panathinaikos, irgendwie so, wäre extrem wichtig, damit wir vorne mithalten können, als auch uns sicher vielleicht für die Europa League qualifizieren können. Damit gehen wir jetzt rein in diese Partie und Panathinaikos, ich nenne sie einfach Gegner, sorry, aber ich nenne sie wirklich einfach nur Gegner. Sie beginnen mit einer 4-3-3-Formation und zwar offensiv. Wir beginnen ebenfalls mit unserer 4-3-3-Formation. Ja, und müssen aber noch was ändern, sodass wir jetzt hier mit dieser Elf beginnen werden. Wir haben folgende Spieler gewechselt. Alle Verteidiger bis auf Schmidt, sodass Anning, Kilian und Jens von Anfang an beginnen dürfen. Aber auch unser Zehner Pavlovitski darf von Anfang an beginnen, denn Paul Wanner ist leicht angeschlagen von der Ausdauer her. Und damit gehen wir jetzt rein in diese Auswärtspartie. Ein Sieg wäre wichtig, muss auch schon fast Pflicht sein, wenn wir weiterhin weiterkommen möchten. Um Europa League müssen wir natürlich auch noch gerne kämpfen und das, ja, wäre aber auch in Ordnung, wenn wir hier ein Unentschieden rausholen. Der Gegner jetzt über den Flügel, Jens geht raus auf den Flügel und ja, muss auch kurzzeitig aufpassen. Schmitz kommt mit dazu, auch Arnold, beide können ihn nicht aufhalten. Jetzt kommt der Gegner und schießt zum Glück vorbei. Pierre Donald Embolo hat den Ball, bringt ihn hoch auf Schmitz. Schmitz köpft ihn auf Pavlovitski und der war gefährlich, aber der Torhüter ist leider da. Neuhaus hat diesen Ball, sprintet mal nach vorne, hat ein bisschen Freiraum. Neuhaus trifft leider nur den Pfosten. Pavlovitski hat den Ball, findet Raheem Sterling. Sterling findet Forbes, starker Pass. Forbes rennt durch. Forbes zieht ab und macht den ersten Treffer in der 42. Spielminute und damit führen wir mit 1:0. Grifo hat diesen Ball immer noch. Grifo hebt ihn hoch für Pavlovitski. Der legt auch für Forbes. Forbes ist durch. Forbes zieht ab. Per Volley trifft er in der 70. Spielminute und damit bauen wir unsere Führung aus. Die Heimmannschaft bekommt jetzt hier einen Eckball der Torhüters auch mit da vorne mit drin. Kilian klärt auf Grifo. Grifo nimmt ihn an. Grifo rennt direkt mal nach vorne. Möchte natürlich hier diesen Edeltreffer machen. Findet Embolo. Embolo hat ihn. Embolo zieht ab und Embolo trifft in der 89. Spielminute. Und das dürfte definitiv die Entscheidung sein, denn wir führen jetzt mit 13. 0. Embolo macht den nächsten Treffer und auch meiner Meinung nach den sicheren Treffer mit 33 Metern. Das Spiel ist vorbei. Wir gewinnen mit 3:0 ziemlich eindeutig. Damit ziehen wir vorbei an diesen Gegner und ja, sind mindestens auf Platz 3. Und auch in der nächsten Partie konnten wir eindeutig gewinnen, denn wir gewinnen mit 4:0 gegen den SC Freiburg und Neuhaus trifft doppelt, Sterling auch und Henning Matriciani ebenfalls. Bevor wir weiter machen, gucken wir uns jetzt nochmal zwei Tabellen an. Einmal die Bundesliga und einmal die Königsklasse. Wir beginnen mit der Bundesliga und das ist jetzt hier wirklich verrückt. Auf Platz 1 Hoffenheim mit 28 Punkten. Punktgleich dahinter kommt der VfL Wolfsburg und danach kommt erst der FC Bayern München und RB Leipzig mit 26 Punkten. Dann kommt Leverkusen und Dortmund mit 24 Punkten und dann kommen auch schon wir zusammen mit Mainz 05 mit 23 Punkten. Also relativ eng ist es auf jeden Fall. 5 Punkte nur bis zum ersten und das ist aber alles bis zum 8. Platz. Union Berlin hat auch nochmal richtig gute Chancen mit 22 Punkten, die danach kommen. Ja, und dann ist Frankfurt weit abgeschlagen mit 15 Punkten aus 14 Partien. Also, ja, ist ziemlich viel drin. Zumindest oben in der Champions League sieht es jetzt auch zumindest etwas besser aus als bei den letzten Malen, denn wir sind auf Platz 3, punktgleich mit Manchester United. Inter Mailand ist auf Platz 1 mit 10 Punkten. Die dürften relativ sicher auch schon weiter sein und danach, ja, sind wir, wie gesagt, auf Platz 3. Hinter uns ist dieser komische Gegner mit 4 Punkten. Aber bei uns ist eher der Fokus, glaube ich, eher auf die Europa League. Denn, ja, die letzte Partie bestreiten wir gegen Manchester United. Das wird echt nochmal
Ja, richtig extrem. Aber bevor wir das machen, gehen wir rein in die Partie, in die Bundesliga-Partie gegen Borussia Dortmund. Die beginnen mit einer 4-2-3-1-Formation. Und wir beginnen jetzt hier mit dieser Elf. Ja, wir haben ein bisschen geändert aufgrund erstens von Ausdauer und zweitens auch wegen der Partie danach in der Champions League. Und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie ja, gegen den BVB im Signal Iduna Park. Ich weiß nicht, ob wir hier unbedingt gewinnen können. Vor allem nicht mit den letzten Ergebnissen aus der letzten Folge wird das schon extrem schwer, aber wir haben ja aus den letzten zwei Partien zwei Siege mitgenommen und das regelrecht hoch. Mal schauen, ob wir das hier auch schaffen. Zwar nicht hoch, aber ein Sieg würde mir ja schon reichen. Anning hat den Ball, rennt auch mal direkt im Flügel entlang, sprintet immer noch entlang. Anning bringt den hoch auf Viper, Viper kommt dran, Viper liegt auch für Forbes und der trifft direkt mal in der vierten Spielminute und damit machen wir auch den allerersten Treffer. Freistoß für die Schwarz-Gelben. Jule Brandt steht bereit, bringt ihn jetzt rein. Der Kopfball wurde erstmal geblockt, dann kommt der nächste Kopfball und der, ja, wird leider verwandelt. Es gibt die rote Karte für Daniel Malen in der 26. Spielminute. Grund dafür ist dieses harte Einsteigen an Anning und damit ist der BVB in Unterzahl, was wir natürlich gut beheißen. Grifo hat den Ball. Grifo findet Viper. Viper bekommt ihn. Viper rennt vorbei. Viper mit dem ersten Treffer, der ja eigentlich der zweite ist in der 29. Spielminute, aber der erste Treffer, wo wir in Überzahl treffen. Jetzt hat den Ball, bringt ihn unfassbar weit auf Viper, der kommt sogar zum Kopfball, aber der bringt ihn nur an die Latte. Jetzt der BVB im Angriff, schönes Passspiel und dann treffen sie und gleichen aus in Unterzahl, was natürlich wir nicht so gut vorhatten. Arnold hat den Ball, Maximilian Arnold, scheitern und Kobel. Anning findet Suat Serdar, Serdar hat ihn, Serdar versucht es und Serdar trifft in der 72. Spielminute mit diesem Traumtor. Der Schiedsrichter beendet hier diese Partie. Wir gewinnen mit 2-3 in Überzahl. Richtig eng, aber wir gewinnen und holen damit 3 Punkte im Signal Iduna Park. Die nächste Partie steht an und zwar in der Champions League gegen Manchester United. Wir haben vorhin ja schon gesehen, wie eng es wirklich ist und jetzt beginnen sie hier mit einer 4-2-3-1-Formation. Wir beginnen mit unserer absoluten Top 11, ja, bis auf ein paar Positionen, wie zum Beispiel Bagger, der hier als Sechser fungieren kann, denn Arnold hat keine Ausdauer, dasselbe gilt auch für Forbes, dafür springt Holtmann rein und damit gehen wir jetzt rein in diese Partie. Natürlich möchten wir abliefern im Rhein-Energie-Stadion, mal schauen, ob uns das gelingt gegen Manchester United. Jetzt Jadon Sancho am Ball, Jens macht Druck, aber Sancho kommt vorbei, Chapeau macht ebenfalls Druck, ja auch Jens macht Druck, beide Innenverteidiger machen ziemlich guten Druck. Niemand kann ihn aber aufhalten. Rubi, Glanzparade. Embolo bekommt diesen Ball. Embolo rennt nach vorne. Embolo! Erster Treffer in der 13. Spielminute und damit führen wir in Köln. United im Angriff mit einem starken Pass. Sancho ist durch. Rubi, Glanzparade. Jetzt United im Angriff komplett alleine. Niemand kommt hinterher. Rubi kommt auch nicht dran. Es war kein Abseits und damit gleichen sie aus. Raheem Sterling jetzt mal über den Flügel. Sterling findet Neuhaus. Neuhaus schießt am Tor vorbei. Arnold hat diesen Ball. Arnold schickt Embolo. Embolo war nicht im Abseits. Embolo komplett durch. Jetzt gegen Onana trifft er nur den Pfosten. United im Angriff. Wir müssen aufpassen. Bakker macht Druck. Der Schuss, der kommt und der trifft leider in der 86. Spielminute. Sehr bitter für uns. Wir haben bisher die Partie komplett unter Kontrolle gehabt und am Ende kassieren wir hier wahrscheinlich den entscheidenden Treffer. Das Spiel ist vorbei. Wir verlieren das mit 2-1. Unheimlich bitter gegen Manchester United. Ja, am Ende nochmal den Gegentreffer kassiert. Absolut unverdient verloren. Aber so ist es leider im Fußball. Wir müssen halt unsere Chancen auch nutzen. Embolo hatte eine riesige Möglichkeit. Hier sehen wir nochmal die Statistiken. Und ja, sie sprechen einfach für uns fast in jedem Bereich. Also hier wirklich sehr, sehr bitter. Eine gute Nachricht haben wir trotzdem. Denn wir haben uns für die Europa League trotz alledem qualifiziert mit 7 Punkten. Hinter uns ist dann der Gegner mit 4, dann vor uns Manchester United mit 10 Punkten und Inter Mailand mit 13. Die beiden kommen auch weiter, das war ja eigentlich schon ja im Vorfeld so zu erahnen. Aber dass wir Europa schaffen, ist wenigstens eine gute Nachricht und hier
treffen wir in der Vorrunde auf AS Monaco. Nicht der leichteste Gegner und deswegen müssen wir weiterhin hier konzentriert bleiben. Auch in der nächsten Partie, und zwar in der Bundesliga, verlieren wir richtig knapp mit 2:3 gegen Union Berlin. Dafür gewinnen wir aber die letzte Partie vor der Wintertransferphase mit 2:1 gegen SV Werder Bremen, dank Force und Embolo. Wie immer gibt es ein kleines Zwischenfazit, Zwischenergebnis auf Platz 1 der FC Bayern München mit 32 Punkten, Hoffenheim und Wolfsburg jeweils mit 31 Punkten, danach Leverkusen und Dortmund mit 30 und wir folgen auf Platz 6 zusammen mit Leipzig mit 29 Punkten. Also ja, wir sind nur 3 Punkte entfernt vom FC Bayern München, die hier Erster sind, und das ist wirklich eng alles beieinander. Auch hinter uns ist es noch relativ eng, denn Union Berlin und Mainz 05 kommen dann noch mit 28 und 26 Punkten. Dahinter kommt Eintracht Frankfurt, Gladbach, Düsseldorf, Schalke 04, Hannover 96, Augsburg, Freiburg, Stuttgart und Werder Bremen sind jeweils mit 10 Punkten auf den vorletzten und letzten Platz. Also hier ist wirklich noch alles eng beieinander, ziemlich eng. Also in der Mitte ist es ziemlich ein Abstand von den 10. auf den 9., aber dann ist wirklich alles unheimlich eng. Und ja, ich bin sehr gespannt. Wir haben ja jetzt noch die Statistiken. Ich weiß ja, circa zumindest kann man einschätzen, wer gut war. Urbik war ja nicht so richtig gut. Aus 22 Partien nur 4 Spiele zu 0 als 22-Jähriger ist es in Ordnung. Aber so langsam brauchen wir auch Leistungen. Danach die meisten Vorlagen. Und die hat Embolo mit 8. Der geht hier wirklich richtig gut ab. Dahinter Forbes mit 6. Ja, über das Talent brauchen wir gar nicht sprechen. Und Neuhaus schafft 4 Vorlagen, die meisten Tore ebenfalls. Embolo mit 11, danach kommt wieder Forbes mit 9, also die beiden teilen sich jeweils 1 und 2. Danach kommt Raheem Sterling als Drittplatzierter mit 5 und danach kommt auch schon wieder Neuhaus. Also Neuhaus, Forbes, Embolo wirklich sehr stark, auch Sterling, ja, finde ich jetzt gar nicht mal so verkehrt. Also insgesamt eine ja erfolgreiche Saison bisher. Wir sind mit im Titelrennen sogar mit dabei. Also mal schauen, was hier jetzt noch transfertechnisch alles passiert. Wir haben ja noch 18 Millionen. Mal schauen, ob wir damit noch was anstellen können. Bevor wir aber Abgänge und Neuzugänge tätigen, haben wir eine ja sehr erfreuliche Nachricht, denn Erik Martel kehrt zurück von seiner Verletzung und nimmt am Training teil. Wir bekommen einen Spieler verkauft. Es betrifft die Mittelfeldposition, um genau genommen zu sein, die zentrale Mittelfeldposition. Wir haben ein Angebot aus Italien bekommen vom AC Florenz, und zwar für Ljubicic, und er wird verkauft für 20 Millionen. Trotz diesen Abgang konnten wir gewinnen mit 2:1 gegen ja, den Rivalen Borussia Mönchengladbach mit 2:1 dank Raheem Sterling und für Donald Embolo. Nach dieser Bundesliga-Partie tätigen wir einen Neuzugang per Leihgabe für 6 Monate, und zwar von Manchester City kommt Oscar Bob, ein sehr vielversprechender Spieler, auch in der Realität. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie er bei uns abliefern wird, und er soll auf der rechten Flügelposition richtig Druck machen auf Forbes. Er hat eine 75er Gesamtstärke, ist damit direkt besser als Holtmann, um genau genommen zu sein, um 5 Gesamtstärken. Wir sind natürlich sehr gespannt und haben gleichzeitig auch eine Freigabesumme von 12,6 Millionen und können sie natürlich dann auch ziehen, wenn wir ihn unbedingt haben möchten. Die letzte Partie der heutigen Folge steht an, und zwar gegen TSG Hoffenheim. Die sind aktuell Dritter, wir sind aktuell Fünfter und sie beginnen mit einer 5-3-2-Formation. Wir beginnen natürlich mit unserer 4-3-3-Formation und aber ändern nochmal was, denn ein Martel ist ja von seiner Verletzung zurückgekehrt. Dafür muss Suat Serdar weichen, aber auch ein Grifo muss erstmal ausweichen, sage ich jetzt mal. Denn Bob kommt mit und macht höchstwahrscheinlich sein Debüt im Trikot von den ersten FC Köln. Und damit gehen wir rein in die Partie in der Pre-Zero Arena gegen TSG Hoffenheim. Es wird eine spannende Partie. Mal schauen, ob wir hier 3 Punkte mitnehmen können. Wir wollen natürlich 3 Punkte, aber ob wir die erreichen, werden wir jetzt sehen. Wanner hat diesen Ball. Wanner hebt ihn hoch für Forbes. Der bekommt diesen Ball. Perfekt. Forbes schießt leider am Tor vorbei. Arnold findet Embolo. Embolo schickt Forbes richtig stark. Forbes ist durch. Forbes zieht ab per Volley. Trifft in der 24. Spielminute und erledigt dadurch den ersten
Treffer für den ersten FC Köln. Einwurf jetzt für die Heimmannschaft. Raheem Sterling macht Druck, kann ihn nicht erobern. Rogerio bringt Paar zum Fallen. Chapeau, gefährliches Einsteigen. Trotzdem haben sie immer noch diesen Ball und treffen jetzt leider auch im kurzen Eck und gleichen damit aus. Unglückliche Szene für uns. Forbes hat diesen Ball, dribbelt sich ein bisschen vorbei, immer noch. Carlos Forbes scheitert an Baumann. Jetzt wird nochmal gefährlich geklärt. Neuhaus nimmt den Volley, trifft aber nicht das Tor. Es gibt einen Eckball für die Heimmannschaft. Anton Stach steht bereit, bringt ihn jetzt rein. Oscar Bob kann klären, aber der Hoffenheim-Spieler hat weiterhin den Ball Ubik pariert. Arnold hat den Ball, findet Viper vorne, der nimmt ihn. Und Viper geht jetzt hier raus auf den Flügel. Immer noch Viper am Ball. Viper findet Matriciani, Henning Matriciani. Findet Arnold, Maximilian Arnold mit dem Treffer in der 90. Plus und damit führen wir mit 2:1 und holen höchstwahrscheinlich hier diesen Sieg. Nach diesem Treffer ist auch Schluss von Maximilian Arnold richtig stark und diesmal sind es wir, die in der letzten Sekunde treffen und diesmal können wir dadurch diese 3 Punkte definitiv genießen. Zum Schluss dieser Folge blicken wir nochmal auf die Blitztabelle, denn 2 Spiele später kann es ja nicht mehr so viel anders aussehen. Wir sind auf Platz 3 punktgleich mit RB Leipzig, die auf Platz 2 sind, vor uns Borussia Dortmund, die mit 1 Punkt Vorsprung ja den ersten Platz aktuell genießen. Hinter uns TSG Hoffenheim mit 34 Punkten, punktgleich dahinter, kommt dann nochmal Leverkusen und Union Berlin. Der FC Bayern München ist abgerutscht auf den 7. Platz. Dasselbe ist auch auf den VfL Wolfsburg zuzutreffen, denn die sind abgerutscht auf den 8. Platz mit 31 Punkten. Also weiterhin ist alles eng beieinander. Ich bin sehr gespannt, wie alles in der nächsten Folge aussehen werden. Beim nächsten Mal beginnen wir mit der Partie gegen Fortuna Düsseldorf am Deadline Day. Und danach spielen wir gegen Borussia Mönchengladbach, Schalke 04. Dann kommt auch schon AS Monaco. Hinzu kommt auch nochmal die Partie gegen Wolfsburg. Dann kommt das Rückspiel gegen AS Monaco in der Euroleague. Dann folgen noch 2 Bundesliga-Partien. Einmal gegen Stuttgart und einmal gegen Hannover 96. Ich hoffe, euch hat natürlich das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne Like und Abo da. Transfervorschläge, wenn ihr welche habt, gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Haut rein und auch. Oh.